Die E3 ist in vollem Gange und alle bekannten Spielehersteller und Publisher präsentieren der Masse ihre neuesten, in der Entwicklung befindlichen Games. In dieser Videoreihe zeige ich euch die Game-Highlights der Messe, aufgesplittet nach Publishern, und es kann natürlich sein, dass die Spiele in einigen Pressekonferenzen doppelt gezeigt wurden, diese habe ich jedoch dann dem jeweiligen Publisher zugeordnet, sodass ihr kein Spiel doppelt sehen werdet. Den Anfang macht das Line-Up von EA und der Rest folgt dann im Laufe des Tages auf meinem Channel. Natürlich basiert ein großer Erfolg von EA auf ihren Sportspielen und so ist es nicht verwunderlich, dass ihre Gelddruckmaschinen auch dieses Jahr einen Ableger erhalten. Egal ob FIFA 15, NHL 15, UFC 2015 oder die PGA Tour Gold Without Limits, das durch geniale, aus anderen EA-Spielen bekannte Settings bestechen kann, die Sportsparte von EA ist auf jeden Fall auch weiterhin gut aufgestellt. Doch das, was uns wirklich interessiert, sind natürlich nicht die Sportspiele, sondern die wirklichen AAA-Games und auch da kann das Line-Up von EA durchaus überzeugen. Den Anfang macht hier das schon vorher angekündigte Battlefield Hardline, das etwas aus dem Alltag der Spieleserie ausbrechen wird und ein komplett neues Setting bietet. Denn erstmals in der Reihe wird nicht ein militärischer Konflikt im Mittelpunkt des Geschehens stehen, sondern wahlweise der Kampf gegen das Verbrechen oder eben gegen das Gesetz. Vergleichbar ist das wohl am besten mit Payday und so gibt es diverse Spielmodi. Angefangen bei einem Bankraubmodus, über Geiselbefreiung bis hin zu wilden Verfolgungsjagden wird alles dabei sein. Das Ganze wird diesmal komplett von Whiskerwill, die man unter anderem von Dead Space kennt, entwickelt und es wird wohl auch viel Wert auf den Singleplayer-Modus gelegt, indem man einen Cop spielt, der sich je nach Entscheidung wohl auf diversen Seiten des Gesetzes bewegen soll. Ob ein Singleplayer-Modus jedoch ein Verkaufsargument für Battlefield ist, das ja eigentlich für ganz andere Werte einsteht, bleibt abzuwarten. Aber frischen Wind in das langsam angestaubte Kriegsszenario bringt es allemal. Und obwohl das Spiel schon kurz vor der E3 angekündigt wurde, gab es trotzdem eine Überraschung, denn direkt im Anschluss an die Pressekonferenz ging die Seite zur Beta-Anmeldung online und viele Spieler weltweit können das Spiel schon antesten. Sobald ich auch mal einen Blick reinwerfen darf in die Beta, erfahrt ihr natürlich mehr über Battlefield Hardline. Wenn wir gerade sowieso bei Shootern von EA sind, darf natürlich ein Spiel nicht fehlen und das wird natürlich alle Star Wars Fans unter euch verdammt freuen. Es gab nämlich ein erstes Entwicklervideo zu Star Wars Battlefront 3 zu sehen. Hier ging es zwar vor allem um die generelle Entwicklung des Spiels, das sich wohl noch in einem Early Alpha Status befindet, jedoch konnte man auch schon erstes Alpha sehen und bisher sieht es echt blendend aus. Bei dem Spiel handelt es sich jedoch nicht wie erwartet um eine Fortsetzung, sondern eher um ein Reboot. Die Entwickler haben aber auf jeden Fall noch etwas Zeit, denn der Release wird auf Mitte bis Ende nächsten Jahres geschätzt. Natürlich gibt es auch abseits des Geballers viel zu sehen und so wurde auch ein E3-Trailer zu Dragon Age Inquisition, dem Rollenspiel-Franchise von EA, veröffentlicht und gezeigt. In diesem erhält man durch einen Sprecher einen kurzen Überblick über die Hintergrundgeschichte, werden vor allem die Charakter, Regionen und Gegner gezeigt werden. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Spiel dank CryEngine 3, mit der es ja entwickelt wird, auf jeden Fall großartig aussieht. Lange müssen sich Fans zum Glück nicht mehr gedulden, denn das Spiel erscheint bereits am 9. Oktober. Ein Spiel, auf das man zu meinem Leidwesen wohl noch länger warten muss, ist Mirror's Edge 2. Und leider wurde auch diesmal nur ein Entwicklervideo präsentiert, das wenig Spielszenen beinhaltete, dafür aber ausführlich auf gewisse Designentscheidungen einging, die Faith und die Welt rund um sie betreffen. Lieber würde ich aber wissen, dass das Spiel bald erscheint und nicht, warum ihre Sachen designt sind, wie sie es sind. Aber immerhin ist es ein Lebenszeichen und ich hoffe, wir erfahren bald mehr. Auch beim nächsten und letzten Titel hielt man sich vage, denn zu Mass Effect 4 wurde zwar ebenfalls ein Entwicklervideo gezeigt und in diesem wurde zwar klar, dass diesmal vor allem viel Wert auf die Erkundung von neuen Galaxien gelegt werden wird, aber das war es leider schon und so konnte man fast nur Standbilder von Orten sehen und vage Aussagen von Entwicklern hören. Sollte es trotzdem noch etwas Neues zu Mass Effect 4 geben, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. So, und damit haben wir jetzt alle wichtigen Spiele von EA, die sie gestern Abend auf der Pressekonferenz vorgestellt haben, gesehen. Und mich würde natürlich interessieren, was sind denn eure Highlights von EA, beziehungsweise was ist das Spiel, auf das ihr am meisten wartet? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Falls ihr euch die Trailer anschauen wollt, die findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns ein paar Stunden wieder, denn da kommt das E3-Video zu Microsofts Pressekonferenz online. Ich hoffe, ihr schaltet da auch wieder ein und wir hören uns.